Eine Legende, Leute. Eine... Nein. Leute, ich hab... Oh, 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 oh. Nein. Ich hab Ronaldinho Prime. Ich hab... Leute, ich hab Ronaldinho Prime. Oh Gott. Ich hab... Nein. Einfach auf Verdacht. Einfach auf Verdacht. Prime, I can Ronaldinho! Digitiert zu! Ich grüße euch Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner ersten Folge United Icon. Endlich geht es auch bei mir los, ich bin unnormal gehypt, ich freue mich total. Freuen halt in mehrere Hinsicht, nämlich auch aktiv dabei zu sein, aktiv im Turnier. Danke geht raus an Simon und natürlich auch an euch, an die Community. Nur durch euch ist es eigentlich möglich, dass ich in so einem Turnier dabei sein darf. Also danke an Simon und an euch. In meinem Intro, ich hoffe euch hat das gefallen, habe ich es noch offen gelassen. Also welche Version von Ronaldinho? Ich habe mich dann letztendlich für den 91er entschieden, weil würde ich den LF verwenden, würde ich so quasi in einen geilen Außenspieler sperren. Das wollte ich da nicht und mit Firmino und Jesus komme ich ehrlich gesagt nicht wirklich zurecht und deswegen war es für mich dann letztendlich die beste Entscheidung. Der wird dann natürlich in-game im Sturm spielen, ich werde eine sehr, sehr riskante Taktik spielen, die wähle ich auch oder die spiele ich gerade auch in der Weekend League, sehr, sehr erfolgreich. Also Stand jetzt stehe ich 5:0 in der Weekend League, guckt nach Fehlern, guckt mal sehr, sehr aggressiv, einfach aus dem Glauben, dass der Spieler in wo ein Online-Einzelspieler nicht so hoch ist, dass ich dann einfach nur nonstop presse und ja, ich habe davor ein Aufwärmspiel gemacht, das habe ich 12:1 gewonnen, Leute. Ich glaube, ich habe es euch jetzt gerade eingeblendet. Alter, Leute, hätte ich dieses Spiel gespielt in der Aufnahme so, ne, da hätte ich schon meine Wunschpaarung perfekt gehabt. Jetzt heißt das trotzdem, sehr, sehr viele Tore zu schießen. Ich blende euch nochmal alle Teilnehmer an. So gut wie alle aus der ersten Garde sind am Start. Dazu sind neue Leute wie All in FIFA, denen gönne ich es so sehr, so wie Community Pick, die FIFA Twins, auch auf die Jungs freue ich mich mega. Badeschlappen ist neu, Hand of Blood ist neu, Phineas, viel FIFA ist auch am Start und ansonsten, wie gesagt, der Rest, wie gehabt. Das Preisgeld ist diesmal auch eine ganz andere Kategorie, 3000 Euro erster Platz, 1500 zweiter und der dritte auch noch 1000 Euro und davon fließt die Hälfte in die Community und zwecks Community oder Thema Community, Leute, es würde mich sehr, sehr freuen wegen den Community Pick. Gebt doch alle als Support einen Daumen nach oben. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Die Regeln blende ich euch auch nochmal ganz kurz ein. Sollte aber jeden Einzelnen klar sein. Ich hoffe echt, viele Tore zu schießen. Ich brauche jetzt viele Tore, ehrlich gesagt. Für meine Wunschpaare oder für meinen Wunschspieler. Es gibt bis jetzt, stand jetzt nur einen Spieler, den ich mir extrem wünsche. Und der zweite ist eigentlich noch ziemlich offen. Und wundert euch nicht, warum ich mit Hemd da sitze. Ich war gerade noch auf einem Event. Dadurch, dass ich ein bisschen zeitlich unter Druck stehe, habe ich mich sofort hingesetzt zur Aufnahme. Und ich würde jetzt mal meinen, genug gefaselt, Leute. Wir starten das erste Spiel, United Icon, let's go! Oh, shit. Leute, ich habe vergessen den Stat-Proof, genau. 180 Spiele, 198 Tore, 110 Vorlagen, aber es geht natürlich um die Spiele. 180 Spiele Ronaldinho, jetzt geht's los. Sorry, habe ich ganz vergessen. So, Fatal, Holzbein Kiel. Fatal wird er gespielt. Come on, schauen wir mal, unser Fatal-Gegner. Let's go. Ich glaube, das wird auch seine erste Folge sein. Dann schauen wir mal, ob er das Spiel reinschneidet. Abfahrt. Erste Chance, Tor 1:0, Ronaldinho, 50k. Das ist schon mal gut, Leute. Ja! 2:0 erlösend, Leute. Das Spiel leckt gerade die ganze Zeit. Es ist so erlösend. 100k. Aber trotzdem ist es immer noch viel zu wenig. Gut, es ist die 30. Minute. Es kann noch einiges passieren. Vielleicht quittet er auch. Aber dadurch, dass sein Team halt fit lässt, bezweifle ich, dass er quittet. Trotzdem, wir müssen einfach Gas geben. 2:0. Glück gehabt.
Und wieder Ronny. Ach, Ronny. Sehr schön. Gegner macht jetzt mega Druck. Einfach mal den Torwart rausnehmen. Sehr stark. Ja, Leute, 2:0 führe ich, aber Gegner macht mega Druck. Mein Wunschpaar wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, wenn ich so weitermache. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Let's go. Ja, Hattrick. Ronaldinho, come on. Los geht's. 150.000 Hattrick Prime Icon, sage ich schon. ich sage einfach Icon Ronaldinho. Let's go. Nein! Boah. Und wieder Torwart schön rausgenommen. Nein, bitte jetzt nicht. Sehr gut. Weg mit dem Ball. Weg mit dem Ball. Einfach weg. Komm, weiter geht's. Wo ist Ronaldinho? Da. Da ist Ronaldinho, 4:0. 200k, Abfahrt. Viererpack von Ronaldinho. Ja, nun bin ich jetzt glücklich, aber über seine Trikotnummer eher nicht so. Schön gemacht, schön freigedreht, wie man das sagen kann, 4:0. Aber trotzdem, GG an den Gegner, er macht das sehr, sehr gut. Jetzt wird das Gegentor. Oh. Jetzt ist es soweit. Ah, minus 30k, 4:1. Wie gesagt, Gegner macht schon die ganze Zeit mega Druck. Macht er wirklich super. Aber Time Finish, Anschlusshype, 5:1. Das Gegentor ist jetzt quasi wieder auf 0. Wir sind wieder oder immer noch bei 200k. Aber ich will noch ein Tor haben, bitte. Ein Tor noch. Mann, 5:2, das gibt's nicht. Ach, das ist so ärgerlich gerade, aber trotzdem, es ist nicht unverdient. War das jetzt Tor? Alter! Ich glaub's nicht. 6:2. Ich glaub's nicht. Wichtig! Ich habe einfach auf Verdacht trotzdem abgeschlossen. Ich habe wirklich gedacht. Ich bin jetzt abseits reingelaufen. 6:2. Sehr gut. Jetzt habe ich aber gerade den Überblick an Coins verloren. Mann, 6:2 stark fürs erste Spiel. Na, 7:2. Time Finish for the World. Mann. Wie viele Tore hast du nur geschossen heute, Brasco? Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Mann, sorry für meine Emotionalität, aber... Alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich bin da, ich kann nicht ruhig bleiben. 7:2. Ronaldinho zerlegt unnormal. Ja, Leute, das erste Spiel gewinnen wir 7:2. Wenn ich mir denke, schade, dass ich das 12:1, schade, dass es einfach nur ein Spiel zum Aufwärmen war, ne? 12:1 und 7:2, das wäre so gut gewesen, ne? Ich bin unnormal stolz. Ich glaube, ich habe jetzt gesehen, Ronaldinho hat 6 Tore geschossen, ne? Eins von Barquisen oder wie du auch heißen sollst, aber... Mega stark. Aber auch GG in den Gegner. Ich muss echt sagen, das Ergebnis ist meiner Meinung nach zu hoch. Beziehungsweise ich selbst, ich habe zu wenig Gegentore bekommen. Trotz allem, ich bin unnormal glücklich. Noah hört sich eher nach einem deutschen Namen an. Also, ja, solltest du einen YouTube-Kanal haben, dann melde dich doch gerne mal in den Kommentaren. Interessiert mich. Wir gehen aber mal ins zweite Spiel. So, meine Lieben, Stepproof auch noch. 181, 200, 410. Nächstes Spiel. Ey, Max. Okay, Grüße gehen auf jeden Fall raus, mein Bester. Wir sehen uns ein anderes Mal in der Gruppenphase. Ich glaub's nicht. Oder warte mal, ist das jetzt... Warte mal. Nee, das ist die Hahn. Das ist die Hahn. Der zweite United-Teilnehmer in der Aufnahme. Oh, ich dachte, er ist Kotnatscher oder wie das heißt. Oh, ich sitze seit einer Stunde 34 Minuten. Mann. Leute, darf ich euch präsentieren, der zweite Gegner mit Vettel im Teamnamen. Und ich suche gerade 2 Stunden und 52 Minuten. Zu krass, dazwischen sind wir auf Max getroffen, auf die Hahn. Aber ich habe keine Teams gefunden mit Fullcam. Das ist unglaublich. Ich habe dazwischen Wäsche gewaschen, Videos geguckt.
Okay, Rodrigo, mit dem habe ich sogar eine Vorgeschichte. Rodrigo war mein erster Starspieler bei United. Und ja, let's go. Ich bin extrem gespannt. Es müssen Tore her. Oi, das gibt's doch nicht. Ja, wichtig, 1-0. Come on, wieder Ronaldinho, schönes Tor. Zum Glück war der erste Abschluss nicht durch, weil der war rot. Und jetzt 0-1. Let's go. Boah, Pfosten, Rodrigo. Come on, Ronny. Come on, Ronny. Ronaldo. So, Ronaldinho meinte ich. Ronaldinho mit dem Doppelpack 0-2. Let's go. Wieder 100.000 Coins erspielt. Come on, aber ich habe mir das verdient. Wir sind bei 2 Stunden 56. Unglaublich. So lange habe ich echt noch nie aufgenommen. Also wenn es um so Teambuilding geht. So, Leute. Freistoß. Okay, Ronaldo kommt. Ronaldinho. Ronaldinho. 0-3. Come on. Das musste in ein Video geben. Elle Mola 76. Keine Ahnung, wer das ist. Egal. Triple Buck Ronaldinho. Ich verspreche mich die ganze Zeit. Es tut mir sehr, sehr leid. Rich Quid, erste Halbzeit. Und Leute, endlich habe ich es geschafft. 2 Stunden 57. Ronaldinho mit dem Hattrick. Das müssen jetzt 250.000 Coins sein, die ich mir jetzt gerade erspielt habe. Sehr, sehr gut, Leute. Es würde mich sehr, sehr freuen. Gib den Daumen nach oben. Ich muss mir jetzt ganz klar überlegen, wer wird der zweite Spieler werden. Vielleicht wird dieser eine Spieler noch nicht kommen. Ich werde wahrscheinlich umdisponieren. Ich werde mir das, ja, am besten überlegen. Ne? Wir sehen uns in der Powerswahl wieder. Ja! So, Leute, wir sind beim Ende angekommen. Danke euch fürs Zuschauen. Mir ist beim Schneiden aufgefallen, im letzten Spiel, ich habe euch leider nicht den Stepproof gezeigt. Es tut mir mega leid. Die Aufnahme ging einfach schon über 3 Stunden. Ich hatte einen langen Tag. Ich war dann am Ende schon ziemlich unkonzentriert. Vor den ersten Spielen und nach den ersten Spielen habe ich ihn euch zumindest gezeigt. Ich hoffe, ihr könnt mir vertrauen. Das ist das erste und das letzte Mal passiert. Aber kommen wir jetzt zur Powerswahl. Bitteschön, alle 5 Spieler. Meiner Meinung nach sieht jede einzelne Karte ziemlich gut aus. Den Rest lasse ich unkommentiert. Ich möchte niemanden beeinflussen. Lasst doch gerne den Daumen nach oben für den Community Vote. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schreibt doch in die Kommentare, für welchen Spieler ihr gewotet habt und wer eurer Meinung nach unbedingt Spieler 2 sein soll. Also, wir sehen uns in den Kommentaren. Schönen Tag noch. Ciao.